So ihr Lieben, willkommen zurück noch einmal. Heute gehen wir jetzt noch ein bisschen auf die ganzen Themen ein vom letzten Mal. Einfach Fleischgeiz, ein bisschen nochmal drüber reden, ein bisschen abschließen. Genau, deswegen gleich zum Thema. Was hat euch bewegt vom letzten Mal? Wo merkt ihr da? Arbeitet es nach oder genau, wo ist der Heilige Geist gerade dran? Ja, also ich habe mich da total wiedergefunden in der Sache im Fleischleben. Vor allem, also jetzt eine Geschichte aus meinem Alltag, vor allem im Studium oder an der Uni, wo ich mich jetzt eine Zeit lang echt total um mich selber gedreht habe, so ein bisschen so, wie soll ich das alles schaffen, wann soll ich die Zeit finden zu lernen, und ich habe gemerkt, dass Gott immer wieder auch gesagt hat, so, hey, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, und immer das gesprochen hat, und ich jetzt, wenn ich so zurückschaue, total merke, ja, ich darf mich so anlehnen darin und mich freuen, wenn ich es nicht kann, dann ist es so eine Chance für Gott, dass er so da drin durchkommt. Und ich habe das auch so echt erlebt, dass er das total macht. Mhm. Ja, auch Situationen, wo ich so Hilfe erfahren habe, wo ich plötzlich Dinge verstanden habe, und ja, einfach total cool. Aber das, genau, also es war vielleicht noch ein anderer Punkt. Ich habe jedes Mal dann auch Angst bekommen, wenn ich mich auf mich selber verlassen habe. Und ja, da kann ich es voll zuordnen. Okay, wenn ich im Fleisch bin, habe ich Angst, bin ich verzweifelt, fühle ich Druck. Aber wenn ich eben dann mich auf Gottes Kraft und auf ihn darin verlasse, dann habe ich total gemerkt, wie da auch so Freiheit und Friede und Leichtigkeit reinkommt. Mega. Und so, ja. Mega. So aus meinem Alltag. Ja, richtig gut, danke. Die Geschichten sind immer mega wichtig, dass wir sowas parat haben. Oder hören auch, weil es ist so simpel. Und es geht um die ganz alltäglichen, einfachen Sachen, wo Gott rein möchte. Gott möchte nicht irgendwie nur an einem Sonntag reserviert Zeit haben von uns, sondern Gott will in unser Leben rein. Und dieses Leben im Geist ist extra dafür da, dass alles, was uns betrifft, unser ganzes Leben ausgerichtet wird auf ihn. Dass er Raum bekommt, dass er Platz bekommt, dass er Recht behält, dass er, ja, dass er einfach am Ende die Ehre bekommt. Mhm. Ja. Und die bekommt er halt nicht, wenn wir alles machen, sondern die bekommt er, wenn er alles in uns macht. Ja. Und er die Ehre wieder nutzen. Und das ist so schön. Ja. Das ist das Beste daran, genau. Mega. Hammer. Jetzt habt ihr noch Fragen, ihr zwei. Bewegt sich noch irgendwas gerade? In mir kommt da jetzt auch immer wieder hoch, also wenn ich morgens aufstehe mit zwei Kindern, das ist meistens nicht ein gemütliches Starten in den Tag, sondern oftmals ist es einfach echt schon sehr wuselig, oder wenn die zwei dann auch miteinander streiten. Und dann bin ich los und dachte echt so, nee, ich will das jetzt nicht, dass dieser Tag so bedrückt. Und ich hatte einfach keine gute Laune, weil ich gedacht habe, nee, in deinem Wort steht, dass ich die Freude habe, auch wenn ich es nicht spüre. Und ich war halt im Auto unterwegs, ich konnte mir jetzt keine Linie ziehen und dann reintreten. Ja. Aber dann habe ich gesehen, dass da rechts und links zwei Bäume stehen, und ich dachte jetzt, okay, ich fahre da jetzt gleich durch und ich lasse das jetzt hinter mir und ich fahre jetzt ins Königreich rein, wo ich einfach die Freude habe. Ja. Und der Tag war nachher echt viel besser. Mega. Ja. Und da auch einfach wieder, es ist so einfach. Ja, ne? Ja, es ist nur im Glauben. Ja. Es ist auch nur, diese Übungen sind nicht das die Rettung, sondern du hast halt geglaubt, dass hinter den Bäumen halt das Königreich ist und dass da alle Versorgung ist, und dann war sie halt auch da. Ja, na? Ja. Und aber auch so ein einfaches Tool dann, ne? Aber man muss es auch irgendwie erkennen, dass ich das machen kann. Genau. Ja. Und das ist auch ganz normal bei Leben im Geist. Am Anfang kommt erstmal die Überführung davon, wo man überall im Fleisch ist. Hm. Ne? Das ist ganz normal. Erstmal kommt der Heilige Geist, sagt dir, schau mal da, lebst du noch ohne mich, schau mal da, lehnst du dich nicht an mich an. Und merkst, ja, kacke. Ich mach's halt fast überall. Und dann kommt erstmal Überführung, man merkt, oh nee, ich will das anders. Und dann fängt man an, diese Übungen zu machen im Bereich, wo man merkt, nee, ich will jetzt keine schlechte Laune haben. Ja. Hm. Na, früher hat man vielleicht gedacht, ja gut, ich habe halt schlechte Laune und jetzt muss ich mir irgendwas Gutes tun, damit ich keine schlechte Laune mehr habe. Oder ich muss die Kinder heute abgeben, damit ich mal Zeit für mich habe oder so. Ne? Aber es geht halt nicht immer. Und dann gehst du halt rein und sagst, nee, Moment, ich muss mich so nicht mehr fühlen. Ich muss so nicht mehr denken. Und dann kannst du sagen, okay, Moment, was hat Gott jetzt gerade für mich? Freude, die Fülle, dann hole ich sie mir. Und dann die gewalttätigen reißen das Himmelreich an sich. Das heißt, du gehst rein und sagst, nein, das ist meine Freude, die gehört mir. Darf der Feind mir nicht rauben. Und dann sagst du vielleicht noch, Satan, verschwinde von meinen Gefühlen.
ne, und holst dir und schmierst deine Gefühle und deine Gedanken und so weiter, schmierst dir einen mit Freude. Und dann glaubst du es. Und dann passiert es. Das ist so krass. Ich mache das zum Beispiel oft, wenn ich arbeite und ich merke, dass ich während der Arbeit abdrifte in irgendwie, dass ich merke, oh, ich will nur noch schnell fertig werden oder oh, ich bin jetzt platt und müde und bin unkonzentriert oder oh, das nervt mich jetzt oder so. Ne? Und dann wandern die Gedanken ja zu Kaffee, zu Schokolade, zu Essen, zu Sport, zu was weiß ich. Und man denkt, oh ja, später komm, später belohne ich mich mit dem Kaffee. Ne? Und dann ist der Kaffee die Lösung für deine Problematik gerade. Ne? Oder was weiß ich, irgendwas anderes, setz ein, was du willst. Mhm. Und dann merke ich, nee, Moment. Ich will nicht, dass der Kaffee mein Antrieb ist. Ich will nicht, dass Schokolade mein Antrieb ist, zu leben. Ja? So, sondern ich hole mir jetzt Leben von Gott. Ja, und dann setze ich mich kurz hin, mache kurz die Augen zu und mache einfach so wie so eine Druckbetankung, sage ich immer. Wenn du einen Reifen betankst, das dauert keine 2 Minuten. Und das Ding ist voll. Ja? Und genauso mache ich es mit Gott. Ich setze mich hin und merke so, jetzt atme ich Heiligen Geist. Immer. Und dann nehme ich im Glauben einfach mehr Heiligen Geist, mehr Innendruck, sage ich immer, ne? Weil wenn der Außendruck zu groß wird, muss der Innendruck größer werden. Mehr Innendruck, das heißt auch morgens, wenn ich aufstehe, ich habe die Kinder, merke ich, oh krass, das überfordert mich auch heftig. Und dann muss ich erstmal nehmen von Gott, damit ich Liebe habe und damit ich Sanftmut habe, damit ich Frieden habe. Und ich merke, ich habe keine Sanftmut, dann muss ich es mir holen. Und dann gehe ich kurz, einfach fokussiert, hol mir das und dann glaube ich, dass ich es habe und dann habe ich es. Es ist nur über den Glauben. Und dann ist plötzlich Kraft da. Und dann kann ich immer noch Kaffee trinken und Schokolade essen. Aber dann mache ich es nicht mehr, um mich zu füllen, sondern ich mache es gefüllt. Okay? Das heißt, nicht, der Kaffee ist nicht das Problem, sondern das, wo ich ihn reinfülle, das ist das Problem. Ja? So. Und deswegen, meine Seele darf sich nicht von diesen Dingen ernähren. Und dann erziehe ich meine Seele ganz liebevoll und sage, Moment, Seele, du brauchst gerade was von Gott, nicht von der Serie oder von einem Freund oder von was weiß ich. Ja? Erstmal brauchst du was von Gott und dann können wir alles andere noch machen. Und dann können wir noch ein bisschen Spaß haben, ist auch kein Problem. So, und das ist wichtig, diesen Turn zu schaffen, diese Überführung auch zu bekommen an dieses Moment, wo nehme ich einfach nur Sachen, um mich zu beschwichtigen, ne? Diese Alltagsbewältigungsstrategien, wo sind die in meinem Leben? Und dann überall Gott reinholen, ne? Überall mit Gott reingehen. So, und am Anfang nicht frustriert sein, wenn man erstmal noch ständig scheitert. Ne? Weil das ist normal. Dann kommt Überführung, man merkt, nee, Moment, so will ich nicht mehr leben. Dann tut man Buße, sagt Gott, es tut mir voll leid. Und dann tritt man vielleicht über die Linie und sagt, nee, ich hole mir jetzt wieder Leben oder ich werde es nicht mehr machen. Und dann machst du es beim nächsten Mal wieder und dann ärgert es dich wieder. Und machst es noch 10 Mal, aber du merkst, jedes Mal wird die Zeit schneller, in der du Buße tust danach. Zweitens erhöht sich die Latenzzeit der Entscheidung, sage ich immer. Wenn du im Auto sitzt, jemand nimmt dir die Vorfahrt und zuerst reagierst du immer mit Zorn. Und irgendwann wird diese Zeit länger, in der du dich gegen den Zorn entscheiden kannst. Ja, das heißt, wie am Anfang hast du vielleicht eine Millisekunde Zeit und du greifst sofort beim Zorn zu. Und irgendwann hast du 2 Sekunden Zeit. Und du merkst, nee, Moment, ich muss gar nicht mehr wütend sein. Ich kann jetzt auch Sanftmut nehmen. Ne? Und dann bist du trotzdem wütend. Und irgendwann merkst du aber in den 2 Sekunden, hey, Moment, nee, ich könnte mich ja so entscheiden. Und dann entscheidest du dich so. Und dann machst du es 10 Mal so und merkst, wow, krass, cool, wie gut ist das? Und dann machst du es wieder einmal mit Zorn und merkst, oh nee, so will ich gar nicht mehr. Und du entwickelst einen Hass auf das gottlose Leben in dir. Und du merkst, das bringt nur Tod, das bringt dir gar nichts. Es hat noch nie was gebracht, es hat keine Situation je verbessert. Es war nur ätzend. Am Anfang denkt man immer, ja, aber ich muss mich doch ausleben dürfen, aber ja, ich muss mich doch so fühlen dürfen. Und irgendwann merkst du dann, ich will das einfach nicht mehr. Das ist richtig ätzend. Und dann kriegst du wie einen Zorn aufs Fleisch, eine Wut dagegen, weil das Fleisch ist in Feindschaft zu Gott. No? Und Gott hasst unser Fleisch. Wenn ich ein Fleisch bin, hasst Gott nicht mich, aber mein Fleisch. Das heißt, ich darf mein Fleisch auch hassen. Das heißt, ich hasse mein Fleisch genauso wie er. So. No? Genau. Und das waren einfach noch so ein paar Sachen, die wollte ich noch gerne mitgeben. Das ist cool, weil es so richtig praktisch auch. Ja. Also man kann es in jede Situation im Alltag auch nehmen. Mega. So. Das ist nicht so, was man voll weit weg ist, weil ja, so Leben im Geist, manchmal ist es ja so ein bisschen, okay, was mache ich jetzt damit? Ja. Aber man hat wirklich so die Chance, auch in jeder Situation das anzuwenden. Super. Und für sich zu beanspruchen auch. Sehr gut. Ja. Hammer. Mega. Yes. Voll gut. Wenn ihr daheim jetzt merkt, boah krass, okay, wow, ich will auch so leben, ich will das auch lernen, ich will auch weiter wachsen, dann schaut euch die Videos einfach nochmal an. Guckt, geht selber ins Wort, forscht die Sachen nach. Und wir werden auch in der Videobeschreibung einfach ganz viel weiterführende Sachen noch verlinken. Immer wieder, wo ihr reingucken könnt, Material, andere Ausbildungsorte,
Genau, Schulungen und so weiter. Das waren jetzt einfach Basics, da ganz einfach runtergebrochen für euch zu Hause. Genau, also wenn ihr weiter wachsen wollt, dann schaut da einfach rein. Yes. Ist noch irgendwas? Nee. Ist gut? Super, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Punkt. Und yes, schön, dass ihr bei uns dabei gewesen seid, hier im Wohnzimmer, bei den Wohnzimmer-Sessions. Und wir freuen uns, euch vielleicht irgendwann mal zu begegnen und zu sehen, dann sprecht uns einfach an und sagt, ich habe eure Sessions gesehen, genau. Jetzt dann ganz viel Segen euch. Ich segne euch mit geistlichem Wachstum, dass ihr im Geist reif werdet, dass die Dinge, die reingekommen sind, wirklich landen in eurem Leben, dass Gott sich verherrlicht in euch und dass ihr seinen Frieden und seine Gnade spüren dürft jeden Tag und erleben dürft, wie sich euer Leben verändert, weil er in euch seine Ordnungen hervorbringt. Amen. Amen. Bis bald. Ciao, ciao. Yes, was ich jetzt noch richtig cool fände, wäre, wenn ihr ganz einfach, wenn ihr ein bisschen erzählt, was ihr so mitgenommen habt, was sich bei euch bewegt hat, und wir das einfach noch mal ein bisschen teilen können mit unseren Leuten hier. Wäre das gut? Ja. Mhm. Super. Wer mag anfangen? Ich kann gerne starten. Also ich fand diesen Satz, glaub's einfach, sehr, sehr eindrucksvoll, weil es auch bei mir immer ein Riesenkampf war, weil ich immer gern was tun will und in Bewegung bleiben will und dann einfach nur zu sagen, okay, ich muss jetzt nichts machen und ich kann nicht mal glauben, sondern ich muss mich einfach da voll auf Gott verlassen, fand ich schon extrem cool. Hammer, mega. Was hat es bei dir im Leben verändert? Totale Freiheit reingebracht und auch geistliche Reife. Ja, mega. Hammer, sehr cool. Richtig cool, danke. Gloria. Ja, für mich ist es voll schön, ich darf mich anlehnen und so Gottes Zärtlichkeit, dass er nicht so mit dass er nicht mit so einer Härte kommt, sondern so mega. Mit so einer Sanftmut und uns auffordert und mir sagt so, du, ihr darfst dich anlehnen. Und es ist so schön und das berührt nicht nur, also es berührt nicht nur mein Herz, sondern es berührt mich auch so in so einer Weise, dass ich mich auch fallen lassen soll. Mega. Auch darin. Richtig gut. Ja. Hammer cool, danke dir. Nice. Marina? Ja, für mich war jetzt irgendwie die Kreise, ne, von Körper, Geist und Seele und dass durch den Sündenfall einfach der Geist ins Innere gerutscht ist. Mhm. Und dass aber dadurch, dass ich jetzt eine neue Schöpfung bin, eben die Seele lernen darf, wieder sich an den Geist anzulehnen. Ja. Und dann aber auch, dass ich es nicht aus mir heraus machen muss, sondern dass ich glauben darf und dass ich darauf vertrauen darf, dass er es in mir hervorbringt. Ja, mega. Das ist irgendwie so meins, ja. Mega cool. Dass ich da entspannt sein darf eigentlich, ne? Amen. Ja. Das erleichtert das Leben voll. Ja, total. Richtig gut. Sehr cool, mega. Ja, und wenn ihr merkt bei euch zu Hause auch, ihr habt da Sachen, die ihr teilen wollt, oder genau das, was der Luke gesagt hat, das will ich auch sagen, oder was ihr mitnehmen wollt, wo ihr merkt, wow, das ist jetzt echt eine Erkenntnis, die hat mein Leben verändert, bereichert, dann teilt es doch einfach miteinander, nehmt euch eine Zeit, tauscht euch aus. Und dann, genau, weil Zeugnis bewirkt zwei Sachen. Nummer eins, es festigt das, was wir erlebt haben. Und Nummer zwei, es hilft uns auch, den Feind gleichzeitig wieder weiter zu überwinden in den Bereichen. Genau. Dann viel Spaß dabei.